Hallo, hier ist nochmal der Götz. Ich mache jetzt ein zweites T-Shirt und zwar geht es um eine Vespa Sprint, schon eine alte Rallye. Und ich gebe zu, ich habe schon ein bisschen angefangen, denn die Batterie war alle, ich muss einfach kurz laden. Also steigen wir jetzt ein beim Weiterarbeiten. Der Roller ist soweit fertig. Jetzt kommen ein bisschen Schattierung rein. Das Knuddelpärchen fährt jetzt zusammen drauf. Sauber ist, was natürlich nicht ist. So. Hier ist meine Hand. Und auch hier C heißt es wieder schön schattieren. Denn ein guter Schatten ist das halbe Moped. Schöne alte Vespa Rally. Mal wieder unbezahlbar, so ein Stück. Hat man vor 5, 6 Jahren noch, naja, gut, vor 10 Jahren ein Apfel und Ei bekommen, wollte keiner mehr haben. Und jetzt prügelt sich alles um eine Vespa Rally. Oh, meine Pistole ist wieder ein Popel drin, die Welt bescheuert. Hätte ich mal die frische Farbe genommen, dann wäre es besser geworden. So, wie jetzt ein wenig Bewegung reinarbeiten. Das geht bei mir immer sehr gut mit Staubwolken. Außerdem füllt es auch ein bisschen das Bild aus. Das spart immer Zeit. So. So, schön Schatten drauf. Das ist doch schon besser. Noch ein bisschen Straße malen. In diesem Fall sieht immer der Teil, der vorne ist. Braucht weniger Schatten als der Teil, der hinten ist. Was am meisten braucht, eine Pistole, die funktioniert. Nicht so wie meine. Heute hat sie nicht ihren Tag. Oh, ich werde bescheuert, wenn das so schmierige Striche werden. Dann ist da irgendwas drin. So. Hintergrund. Ich mal sehr gern Hügel und Wälder und ein paar steilere Hügel. Immer darauf achten, dass Licht herkommt. Das ist übrigens ein Bilder, also ein Bild für einen Rahmen. Das Format momentan ist 55 x 45 und passt somit hervorragend
IKEA-Rahmen rüber. Nur ein Bild würde bei mir zum Beispiel um die 39 Euro kosten, zuzüglich Porto. So, den Rahmen kann man auch mal ruhig ein bisschen... Der verschwindet eh unter dem Rahmen, kann ein bisschen dunkler machen. Dann weiß man... aufhört. Also. Ich zoome mal ein bisschen zurück, dass ihr das Gesamtbild mal sehen könnt. Ach, mehr geht gar nicht. Gut. Gelaufene Zeit. 5 Minuten. Ja, noch können wir noch, bevor YouTube an die Grenzen kommt. So, kleiner Unterschrift von mir. Ich mache wieder auf und wir sehen uns gleich beim nächsten Filmchen Teil 2 für die Farbe.